Wir machen weiter mit Hokus Pokus. So, hallo Leute, by the way. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich die Folge starten soll. Ich nehme das gerade mega random, aber so komplett random. Ich dachte mir so, yo, ich kann mal wieder eine Folge Pflanzen gegen Zombies aufnehmen. Und hier sind wir jetzt. So, was kann ich hier noch so machen? Hier kriegen wir noch eine Fleisch. Warum können wir jetzt die ganzen Stacheln, Dinger? Hokus, Pokus. Packen wir einfach hier noch ein paar hin oder so. Haut mir beide mal ab. Oder nicht nur der. Der kriegt kein Damage, merke ich gerade. Verdammt, das ist nicht gut. Hey. Der kommt ja nicht durch, ja? Ich warte da vielleicht lieber. Oder? Ich würde ihn da gerne wegmachen, aber das geht jetzt nicht. Das geht jetzt so schwer, so gesehen. Was haben wir hier noch? Den gleichen Müll. Brauche ich alles nicht! Ich will das hier draufpacken. Bitte, bitte, bitte lass mich da draufpacken. Okay. Ich bin gerade wenig ruhig, das weiß ich. Ich wollte eigentlich die Folge etwas aufregender anfangen. Das hat nicht so ganz geklappt. Hey, okay, immerhin bin ich hier und ja, das war ein sehr, sehr kurzes Level. Und ja, das war sehr komisch. Hokus Pokus. Erinnert mich die ganze Zeit diesen Satz von Ashley. War auch immer. Mehr Verkettungen. Was machen wir denn hier? Wir werden heute endlich mal den Zombie-Modus spielen können. Dann werde ich euch zeigen, warum ich den so feier. Yeah! Packen wir hier überall noch ein paar hin. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh no! Ja! Ach so, ja klar, natürlich. Aber das ist halt auch das Lotto hier. Muss man ehrlich sagen. Oh, da hinten. Richtiger Beat, ey. Aber ehrlich. So, zack. Vielleicht hier noch einen hin und da oben noch einen hin. Das Geld nehmen. Da unten noch einen packen. Den explodieren lassen. Asasen. Und bald wieder verlieren. Super. Beim ersten skill ich mega durch. Und beim Rest nicht. Ich muss die irgendwie so besiegen. Obwohl, nein, ich kann so machen. Oh, okay. Oh nein. Nein, ich kann mich nicht beeilen. Ich bin nicht so schnell. Okay, lass mich. So. Und, ja, du. Und dann lassen wir mal kurz frei. Zeig, du bist tot. Und das war's. Oh. Das hat fast geklappt. Ich finde diesen Spielmodus einfach langweilig und ich kann ihn auch nicht wirklich kommentieren, merkt man gerade auch. Dass ich keine Ahnung habe, was ich sagen soll. Es kommt alles so plötzlich und... Ich will einfach, dass dieser Spielmodus hier endlich endet. Wir sind ja auch fast am Ende. Von daher ist es auch ganz gut so. Hier oben. Ja, da oben. Kommt nur Müll. So, hier hin oder hier oben. Oh Gott. So könnten wir das machen, glaube ich. Oder? Das würde doch so funktionieren, oder? Da unten muss einer hin. Der wird sowas von sterben. Yes! Wow, ey! Ja, ich habe jetzt länger gebraucht für die beiden als... Nein, für dieses Jahr habe ich sehr, sehr lange gebraucht. Ah Gott, ist mein Commentary heute sehr, sehr blöd, sehr, sehr kacke. Ich bewöhne mich ein wenig, okay? So, ganz kurz durchatmen. Am besten noch was trinken. Wir müssen die Folge nämlich spannend machen, weil sonst gehen die ganzen Klicks wieder runter. Nicht, dass es irgendwie wichtig wäre oder so, aber trotzdem. Ups, das finde ich laut. Das packe ich ja lieber außerhalb meines Mikrofons. Das wäre ganz gut so. Okay, Ace of Vase. Ace of Vase. Vorletztes Level von dem Vasenleveln. Yo. Okay.
Okay. Interessant bisher. Ich glaube, man soll es eigentlich alles auch langsamer angehen, aber ist mir eigentlich wurscht. Bitte, bitte nicht, nicht den, nicht den. Okay, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe auf jeden Fall einen Fehler gemacht. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich habe einen Fehler gemacht. Du bist död. Oh yeah. Oh nein. Oh nein. Wozu habe ich die Lampe? What? Was? Was ist das denn hier? Hä? Ach so, die Lampe, die zeigt mir, was da drin ist. Ah. Das ist interessant. Was mache ich jetzt gegen den? Absolut keine Ahnung. Aber ich habe eh verkackt. Ja, ich hab verkackt. Oder schafft ihr den noch? Schaffen die beiden? Ja, doch wohl. Das können die noch. Yo. Das schaffen wir. Komm, den noch. Schieß ihn ab. Er frisst noch. Ich glaube, der schafft das. Ach man, die Folge ist so langweilig. Mein Kommentar ist kacke. Wir nehmen schon fast 10 Minuten auf. Tut mir leid, Leute. Ich hoffe, meine Audio ist etwas besser. Ich habe nicht mit denen nachgeguckt. Weil ich ja jetzt nochmal neue Displays angefangen habe und was auch immer. Ihr wisst Bescheid. Und ja, ich hoffe, dass meine Audio gut ist. So, was ist das letzte Rasenlevel? Damit wir endlich zu dem richtig coolen Modus kommen werden. Der aber lang. Wo ich aber sehr. Sehr viel überlegen muss, könnte man sagen, ja. Oh, Vasenbrecher endlos. Okay. Nein, halt, stopp. Gab es nicht ein Achievement für 15er Serie? Gut, ich würde sagen, das hier zähle ich dann zu den Endlos-Sachen. Überleben. Obwohl, Überleben ist nicht endlos. Überleben ist nicht endlos, ne? Oder? Vasenbrecher endlos. Ich würde sagen, das packen wir in einen Stream rein, weil das habe ich jetzt ehrlich gerade absolut keinen Bock. Aber ich muss es machen. Erstens, weil ich die Trophäe brauche und zweitens, weil das. Ja, wie soll ich das sagen? Ein Achievement ist halt und auch zu 100% irgendwie hört. So, egal, wir fangen an mit iZombie. So, ein iZombie, wie es funktioniert, das wird uns jetzt der P-Dave erklären. Zombies haben mich gefragt, ob ich ihnen zeige, wie man Häuser überfällt. Ich habe zugesagt, solange keine Pflanzen zusammen kommen. Und deshalb habe ich ein paar Pappkameraden auf deinen Rasen gestellt. Viel Spaß. Halt, stopp! Tut mir leid, ich habe gerade gesehen, dass es etwas gelaggt hat. Ich hoffe, jetzt habe ich es kurz behoben. Ich hatte gerade gesehen, ich hatte keinen Speicherplatz mehr. Und da habe ich ein paar alte Folgen gelöscht und jetzt bin ich wieder da. Und hey, wie der Spielmodus funktioniert. Wir sehen diese wunderschönen, richtig saftigen und leckeren Gehirne. Und die wollen natürlich essen. Und wir spielen jetzt die Zombies und haben aus irgendeinem Grund dieses Sonnenpflanzen oder halt Pflanzenhintergrund. Normalerweise hat man hier, glaube ich, Gehirnpunkte und so ein dunkleres Design, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das habe ich irgendwo anders gesehen. Und ja, wir müssen jetzt hier die ganzen Pappviecher essen. Die funktionieren genauso wie normale Pflanzen, aber die haben ja extra hier mit Pappe gemacht, weil wir wollen ja keine. Unsere eigenen Pflanzen ja nicht essen, ne? Wir wollen ja ganz lieb sein. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an, indem wir hier einen Pin packen. Weil hier ist nur einer so ein Geschoss und hier sind ganz viele Punkte, die wir bekommen können. Deshalb packe ich den da hin. Hab fast keine Sonnenenergie mehr, aber ihr seht schon, hier kann ich bei dem einfach richtig viel lampfen. Und der überlebt das ja, das Ganze hier von ihm. Ja, unser Ziel ist es halt einfach, überall die, auf jeder Seite die Gehirne zu bekommen. Und das ist wirklich spaßig und lustig. Und der Endless-Modus, den habe ich sogar früher sehr oft gespielt. Finde ich sehr cool. Und er hält halt so viel aus, dass er es sogar noch schafft, durch den da durchzukommen. Keine Ahnung, warum die Pappviecher lebendig sind, das kann ich euch leider nicht beantworten, aber das ist auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall so. So ein klein wenig Gag wird natürlich auch noch. Warum nicht? Ich würde sagen, hier packe ich so einen hin, weil der wird den jetzt kaputt machen. Genau. Und dann würde ich sagen, packen wir so einen dahin. Ich glaube, das passt so. Oder schafft er das? Doch, das schafft er.
Da bin ich mir sehr sicher. Nom, 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 nom. Mhm. Nom, 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 nom. Ja, das packt er. Ja, okay. Das passt da. Das passt dann so. Hätte der vielleicht auch geschafft, aber es hätte viel zu lange gedauert, glaube ich. Und das ist ja nur das erste Level. Das ist ja iZombie. iZombie. iCarly. iPhone. Was nochmal? iBloody. Oh man. Ich würde ja persönlich gerne normal hinpacken. Das mache ich doch. Das mache ich doch. Das ist egal. Ich packe jetzt hier den normalen hin. So. Der muss jetzt nur noch den da essen. Schafft er das überhaupt? Nö. Da kommt er nicht mehr hin, oder? Na, gosh. Na, natürlich nicht. Du? Ich glaube, der schafft das aber zu ihm hin. Weil der muss ja den jetzt nicht mehr lampfen, weil der jetzt viel mehr leben. Der muss ja den nur aufhören. Oh, wow. Jetzt schon der Arm ab? Omf, nomf. Verdammt. Ich versuch's noch einmal und während das gucke ich mal hier. Könnte ich ja auch einen normalen hinpacken. Jetzt mach ich mal. Das sollte, glaube ich, passen. Okay. Was ist. Warum ist er jetzt schon tot hier unten? Ach, weißt du was? Hier, komm, nimm einfach den hier von mir. Hier oben rushe einfach durch, hier unten rushe durch. Ist mir egal mit der Sonnenenergie. Ich glaube nämlich, die Sonnenenergie gibt uns gar nicht. Ich weiß nicht, ob die uns extra Geld geben, wenn wir genug haben oder halt viel haben. Aber ich glaube nicht, deshalb ist es halt eh egal so, ne? So, nomf, nomf, nomf. Überlebt er das? Ich weiß es nicht. So, letzte Sonnenenergie. Hier kriegen wir noch eine Sonnenenergie, merke ich gerade, aber jetzt nicht. Ja. Pack ich den ja schon mal hin. Okay. Schaffst du's? Bro, schaffst du's? Das schafft er, glaube ich. Das sollte er hinbekommen. Habe ich recht? Yo. Und Leute, ich würde euch gerne mal fragen, was ist denn euer Lieblingsmodus in diesem Spiel? Ihr habt ja jetzt bisher alle gesehen. Das ist jetzt hier der letzte Spielmodus, den wir sehen werden. Weil ich glaube, nach in unser Rätsel gibt es anscheinend nur die beiden. Wusste ich gar nicht. Ich dachte, es gibt noch zwei, drei mehr. Aber okay. Kann ich mit leben? Weil ein Zombie ist natürlich richtig cool, wie ich schon die ganze Zeit gesagt habe. Ich will jetzt nicht nerven. Ein Zombie Episode 2. Jetzt wird schwerer. Wir kriegen diesmal einen Zombie, einen Fliegengitter-Zombie, einen Door-Shield-Zombie und den Eimer-Zombie zurück. Wo ist es am einfachsten? Ich würde sagen, ich packe hier mal so einen hin. Der nomft den. Jo. Doch, das würde eigentlich so passen. Was ist hier? Hier habe ich nicht genug Sonnenenergie. Jetzt muss ich kurz warten, bis er hier ist. Nump, 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 nump. Okay. Hier das gleiche, oder? Ja, hier das gleiche. Ich denke, das passt so. Wir sind ja hier unten. Der packt das. Der packt das. Hier so ein. Zack, 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 dann nomfst du kurz das Gehirn. Nom. Lecker. Gehirn. Richtig saftig, geschmeidig und gut. Okay, das haben die. Nomf, 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 nomf. Dankeschön und Dankeschön. Ab. Und zapp. Die können wir natürlich nicht töten und die brauchen wir nicht töten. Das unser Ziel ist einfach, die Idee zu bekommen. Das heißt, wir brauchen die gar nicht töten. Ich glaube, in späteren Leveln muss man es halt, glaube ich, auch versuchen, einfach die nicht zu töten, weil es nicht möglich ist oder wie sowas. Irgendwie sowas war da, glaube ich. Oh Gott, der Zombie hat gemeinsame Probleme hier. Weil sein Schild ist fast kaputt. Oh, sein Schild ist kaputt. Aber das schafft er. Ja. Und hier sind Schiff gar nicht kaputt. Na. Geschafft haben wir es trotzdem. Zu diesem Zeitpunkt habe ich bei mir schon alles freigekauft, weil ich es noch nicht gesagt habe. Oder gezeigt habe. Habe ich das nicht in der letzten Folge gezeigt? Nee, habe ich nicht. Nee. Habe ich es in diesem Folge gezeigt? Ich weiß es gar nicht. Muss mir jetzt keine Gedanken machen, mache ich nach der Folge. Hast du es drauf? Ich weiß es nicht, ich versuch's mal.
kriegen diesmal den Buddel-Zombie, die Minenarbeiter-Zombie, yo. Ja, wie machen wir das? Ich würde sagen, du bullst dich. Oh. Ja, gut. Oh, die Reihenfolge hat sich geändert. Dankeschön. Oh mein Gott. Seht ihr das da unten? Easy. Alter, ja, Mann. Energiefarm hier unten. Easy. So, du bullst dich doch da ganz hinten. Hier packen wir einen normalen hin. Der frisst dann den auf, der geht dann auf die Mine, dann stirbt er. Ich hab gesagt, dann geht auf die Mine und stirbt er. Oh yes, 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 yes. Gib's her. Yes. Okay. Ja, bam. So, du gehst darüber. Das reicht dann so. Und dann packen wir hier noch so einen hin. Dann frisst dann das ja auf und dann passt das gut. Kamikaze Boom oder Suicide oder was auch immer. Warum sag ich Kamikaze? Warum sag ich Kamikaze? Was können wir hier noch machen? Hier würde ich sagen, packen wir noch so einen Buddel-Zombie hin. Und hier vorne auch, oder? Jo, versuchen wir es mal. Warum nicht? Schadet ja nicht, denke ich mal. So, dankeschön. Ich weiß, er wird jetzt abgeschossen. Aber er frisst ja jetzt auf. Da, seht ihr? Von daher passt das. Das passt alles. Ja. Zack. Und zack. Yay. Noch extra Punkte hier. Du gehst nach Hause, mein Freund, anscheinend. Jo. Geh wieder zurück nach Hause. Hast du ja verdient. Warum haben die eigentlich rötliche Augen jetzt? Warum sind die so mit deinen Kikeru-Augen? Und der ist so ganz gechillte mit komplett weiß mit einem Punkt nur drauf. Warum sieht die überhaupt so aus? Warum? Ich kann nicht reden, deshalb einfach fragen, warum. Oh gosh. Naja, geil. Yeah. Okay. Ich hab's anscheinend drauf, Leute. Nussini. Hutini. Nussini. Gosh. Oh Gott, diese Star Wars Sounds von diesem Minecraft Texture-Pack. Naja, geil. Das ist jetzt falsches Thema. Das wird schwer auf jeden Fall. Können wir eine andere Reihenfolge haben? Nein, komm, wir machen ja Challenge. Challenge accepted. Leitern brauchen wir eigentlich überall. Deshalb packen wir da eine Leiter hin. Der frisst dann hier, damit ich ein wenig wenig Punkte hab da. Ja, geh weiter. Ja, yes. Oh, guter Hund. Am besten wirst du den da auch noch auf, aber das schafft er nicht. Oder? Yo, was ein krasser Boy. Dann mach du was mal da unten. Jo, der ist richtig krass. Nice. Ich dachte, das wird schwer. Wird aber wohl nicht. Aber die Folge ist eigentlich schon zu Ende, was ich schade finde. Ich hätte gerne eine längere Folge gehabt. Das schafft er, oder? Komm, der andere hat es auch geschafft. Du schaffst es auch. Nom. Schnell. Yes. Hier wird knapp. Wir müssen eigentlich überall. Von daher machen wir es doch überall. Seht ihr hier zum Beispiel? Die müssen wir gleich killen. Passt. Bam. Okay, dankeschön. So, wer stirbt zuerst sterben? Du stirbst zuerst. Der ist auch mit. Ja, gut. So, du gehst da hoch. Du überlebst das schon. Du brauchst auch noch mal einen Helm. Der packt das schon so. Der packt das schon. Der schafft das. Das ist easy for him. Seht ihr? Er braucht nicht mal den zweiten Arm, er kann ja einfach mit einem Arm nompfen. Und dann sind die dort. Die Papppflanzen. Du Pappnase. Na komm, beeil dich. Bevor ihm der Helm noch abfliegt. Yes. Der wackelt schon so, der Helm. Na komm, beeil dich, wir wollen das nächste Level sehen. Die Folge ist jetzt nicht mehr lang, wir wollen nur noch ein Level heute sehen.
Und dann werden wir den Modus beim nächsten Mal beenden. Oder beim übernächsten Mal, ich weiß nicht. Warte, wie weit sind wir jetzt eigentlich schon mit dem Modus? Oh, dann werden wir den Modus in der nächsten Folge beenden. Und dann machen wir heute noch Dead Zeppelin. Oh. Oh, wir haben diesmal die Bungee-Zombies und den Ballon-Zombie. Heißt, wir können mit ihm einfach hier rüberfliegen. Aber bringt das was? Ja, doch, oder? Machen wir das mal. Oh, warte, ich habe gar keine Sonnenenergie. Ja, gut, ne? Dann packen wir... Da packen wir dich hier hin. Oh! Oh! Oh, oh, da war ja was. Oh Gott. Was ist das denn für eine blöde Reihenfolge? Kann ich den so oder sieht er das? Das sieht er nicht. Okay, gut. Das sieht er anscheinend nicht. Das finde ich gut so. Okay. Was mache ich hier? Rüberfliegen kann ich nicht. Ich muss die eigentlich. Ich muss eigentlich rüber. Ich muss eigentlich. Ich versuch's mal so. Damit der jetzt nicht hier stirbt. Oh, oh, jetzt hat er den erkannt. Da wird er bei den gleich fressen. Das heißt, ich kann jetzt doch nochmal so durch. Genau. Hier unten muss ich so durch. Damit ich die Sonnenenergie bekomme. Yo. Oh, verdammt. Verdammt. Aber es passt. Es passt. Okay. Na, aber hier sind Sonnenenergie. Ich weiß nicht. Lass mal gucken. Kann ich hier so durch? Kannst versuchen. So, das Essen gehen rein, ja? Kann ich. Dankeschön. Sehr lieb von Ihnen. Vielen Dank für die Gehirne. Vielen Dank. Sehr lieb von dir. Manchmal spielt das Leben mit dir gern. Pflanzen und Zombies. Immer wird's was geben. Einer trickst dich aus. Vielen Dank für die Hirne. Vielen Dank, sehr lieb von dir. Na komm, jetzt beeil ich mal. Beeil dich mal hier. Come on. Nom, nom, nom. Der hat so ein komisches Design irgendwie. Dann da haben wir das ja auch geschafft, Lese. Yeah. Und wenn es gefallen hat, dann wisst ihr Bescheid. Ich wollte die Folge nicht langweilig halten. Tut mir leid, ich werde die nächste Folge versuchen. Nicht langweilig zu halten. Und ja, hey, bye.